Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy. Ja, letzte Folge noch hier einen kleinen Fate noch durchgeführt. Hat ganz gut geklappt. Und ja, theoretisch habe ich ja eigentlich die Quest jetzt hier fertig. Aber noch hier ein bisschen. Ich setze dich mal hier oben hin. Du regenerierst LP des Ziels. Okay. Aber nicht meine LP, oder? Wie stark ist denn der Kleine überhaupt? Lass den mal ein bisschen kämpfen. Na gut, der macht ja hauptsächlich macht eher die Böe. Also er ist Rückstoß. Fallböe, also er agiert von selbst. Ah ja, ich kann mich selber heilen. Gut, okay. Das heißt, er agiert von alleine. Mit Böe und Rückzug oder ne, Rückstoß, Fallböe, Pflanzenmarkt. Ja, dann würde ich sagen, oben Fledermäuse, wütender Bauer, was ist hier? Schöner Wohnen. Gut, okay, gehen wir nochmal zu den unteren Decks. Das Aktion kann nicht ausgeführt werden, wieso? So. Wo gibt es hier die Möglichkeit mit Teleport? IT-Geschwindigkeit? Gibt es hier nicht noch eine Möglichkeit Teleport? Ah, okay. Okay. Kann ich noch nicht tun? Das muss ich ja auch erstmal freischalten. Okay, gehen wir erstmal wieder zurück zu den Hermetikern. Nee, ich will Karfunkel behalten. Dann noch ein Blau. Ah ja, okay. Ich hoffe mal, man kann jederzeit doch die Farbe ändern von Karfunkel. Ja, jetzt habe ich hier mein Baby-Behemoth und ja, Karfunkel. Er ist am Kochen, alles klar. Er ist ebenfalls am Kochen und am Schreinern. So, erstmal nochmal hinten hinlaufen. Da nicht, Gruppe. Allianz. Ah, wir bleiben erstmal bei der feigen Gesellschaft. Da ich da aus Versehen noch irgendwo im allgemeinen Chat noch was reinschreibe. Kann ja mal passieren. So, werte Dame. Bin wieder da. Ja, schwierige Herausforderung. Bestarium. Ja. Die ganze Bestien. Er gehört zu den Hermetikern wie die Axt zum Marodeur. Sobald du als Hermetiker Stufe 5 freischaltest hast, kannst du von den nächsten Auftrag annehmen. Ja, gut, okay. Bestarium. Ach so. Ja, genau. Dockrate Vergütung. Ah, 75% immer für die Dinger. Oder. Ja. Das heißt, ich muss die schon wieder. Rang 1, 2, 3.
Rang 1 vollständig, mindestens Stufe 10. Das heißt, ich müsste hier die allen gar umklatschen. Da bekomme ich halt noch eine Vergütung von plus 1600, 1700. Okay. So, was bekommen wir hier? Ja, jedenfalls ein neues Büchlein. Und allergisches Zinnstück. Währung des antiken Reiches aus dem dritten Zeitalter des Lichts. Preis 25 Gil. Annehmen. Lege 3 Dodos und 3 winzige und. Gut. Okay. Dann kehren wir wieder zurück. Wo müssen wir denn hin? Karte anzeigen. What the fuck? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Oh, wo ist denn das? Oi. Das ist wieder mal. Hä? Okay, das ist auch wieder hier bei den oberen Decks. Schade, dass ich da nicht kein Teleport benutze. Oder doch, warte mal. Ich kann doch hier den Teleport benutzen, ne? Ja. Kaufmannsplatz. Ich kann ja so den Teleport benutzen. Ich stepp. So, jetzt bin ich hier am Kaufmannsplatz, ja. Gut, dann müssen wir jetzt wieder zu den oberen Docks gehen. Dann werde ich dort noch den einen Ätherstein noch anklicken. Bei den oberen Docks. Laufen wir mal ein bisschen schneller. 600 Sekunden noch warten. Stopp. Wenn jetzt mal einer sagen, wo ich hinlaufe. Verdammt. Bin ja ganz verkehrt. Muss darüber. Nee, darüber geht's ja nicht. Oh, verlaufen. Doch, ich muss da. Oh Gott. Jetzt aber. Dort drüber. Ja, der Ecken muss ich hoch. Gott. Wollte ich schon falsch rennen, ey. So, und auf geht's zu den oberen Docks. Obere Decks. Docks. Ja, egal. Fast dasselbe. So, Achterburg, genau. Hier muss ich jetzt noch auswählen. So, Sprint. Harmonisieren. So. Frustrierte Sirenen. Benachbartes Arsenal. Eine unerwartete Begegnung. Jut. Dann was machen wir hier den noch kaputt. Für das Bestarium. Ach, erledigt. Und noch ein Marienkäfer noch.
Und erledigt. Öffnet das Hilfefenster, hä? Oh, was ist denn das? Ätherstrombalken. Führe Ätherfluss aus, um deine Äthersteine zum Leuchten zu bringen. Abhängig von deiner Stufe kannst du bis zu 3 Äthersteine aufleuchten lassen, okay? Aha, aha. Ätherfluss, genau. Du regenerierst 10% deiner Maximal-MP. Zusatzeffekt, du erhältst die Maximal-Stapelzahl an Ätherfluss. Oh, Energieentzug. Du führst eine elementare magische Attacke aus. Attacke Wert 150. Zusatz, du regenerierst MP in der Höhe eines Teils des ausgeteilten Schadens und ein Teil deiner MP. Eigenschaften. Ja. Biologischer Abbau. Bio wird zu Biora. Okay, das bedeutet. Ach, ich bin ja schon Stufe 6. Ach, sowas aber auch. Ja, wie gesagt, damit muss ich mich irgendwie noch schlau machen. Oder ich spiele wieder Druide. Druide war einfacher gewesen. Aber hey, was soll's. Schützt und Fass. Genau. Kann ich immer noch nicht wählen. Schade eigentlich. Lustkröte. Also ich muss erstmal zudotten. Dann den hier. Dann den hier nochmal zudotten. Ich glaube, Lustkröte ist nicht dabei, oder? Nee. Weiche Tier heute. Aurelia, sind die dabei? Ne, Schaf. Nein, sind leider nicht dabei. Marienkäfer haben wir schon. Wir bewegen uns mal ein bisschen schneller weg. Dodos. Immer dran denken, immer schön zudotten. Und da hinten ist, glaube ich, noch ein Dodo, genau. So, dann ist er auch weg. Die Dodos wurden erledigt. So. Und dann. Oh. Stufe 17 will ich jetzt noch nicht unbedingt angreifen. Ach, hier. Die kleinen, ja. Die kenne ich noch. Die sind nervig. So, da muss ich ja wieder zurückkehren. Naja, gut, ich habe noch 161 Sekunden noch CD noch.
No, hast aber fein gemacht, Karfunkel. Jupp. So. Ja, gut. Was haben wir hier? Ein lauter Klabauter. Ja, komm, machen wir das auch mal mit. Gibt es noch ein paar Punkte extra? Aber es gibt hier sehr, sehr viele Missionen. Ja, das ist nur die Frage, wann ich die hier benutzen kann. Und... Ah, Stufe 7 geht ja noch. Au. Oh Gott, 8%. Ah. Hoffe ich schon, dass sie mir ein paar Punkte bringen. Wahrscheinlich habe ich es nicht aufgepasst, wie viele Routine die mir geben. ~42, okay. Plus 204%. Naja. Aua. Erstmal noch ein bisschen heilen. Der Rest macht der Karfunkel. Auch wenn er nur Böe hat. Hier ist noch Dodos. Hier ist noch ein Kobold. Hauen wir den noch eins aufs Fressbrett hier. ~25%. Ei, hier, das kann ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, diesen Fate will ich noch gerne fertig bekommen. Und dann kehren wir wieder zurück zu den Hermetikern. Ups. Ich weiß nicht, ob man es da gehört hat, aber... Ja. Gerade eben... Ja. Sag ich mal, mein Stiefvater. Nimmt nochmal den Traktor raus und ist mal am Rasenmähen. Du hast gerade mal der Hund nur fast entlaufen. Naja. So. Ich dachte schon, wir brüllten hier rum. Oh, was willst du denn von mir? Oh, was wollt ihr denn von mir? Au. Ich will hier schnell weg. Erstmal heilen. Erstmal heilen. Damit machen die einen Schaden. Und nochmal heilen. Erst bevor das eigentlich hier die MPs nicht so drastisch runtergehen. Also die bleiben eher immer so im gleichen Bereich. Wow.
Hey, Karfunkel, erledige den anderen. Ich mach den hier. Supi. Ja, toll. Danke, Karfunkel. Hast ihn so weit weggetrieben, dass er wieder resettet ist. Prozent. Ach, es kommt ja auch wieder zu mir. So. Noch einmal zudotten. Die sind schon ganz schön nervig, die Kobolde. 83%, haben wir es auch gleich geschafft. Erstmal heilen. Stufenanstieg. Oh, brauche ich ja nicht mehr. Hat er die Stufenaufstieg, hat er das selber schon gemacht. Mich geheilt. So. 91%, wenn es so kommt. Ah, fett erfolgreich. Sehr schön. Okay. Das war's dann gewesen. Und dann können wir wieder zurückkehren. Und zwar können wir wieder so mit der Rückführung machen. Genau. Dort hinten geht's lang. Ach, und wieso habe ich da nicht da hinten? Ach. Bevor ich da nochmal laufe, mache ich das hier. Die Hermetik-Gilde. Auf geht's. Das geht da wesentlich schneller als laufen. So, dann gehen wir mal die Quest ab. Ja, Karfunkel. Sieht aus wie ein Pokémon. Der gelbe. Ach. Ich wollte es ja eigentlich lesen. Auf Schnelldurchlauf. Pop, 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 pop. Umgeklickt. Das habe ich nicht aufgepasst, was wir da haben. Hä? Übungskiste aufsuchen. Okay. Ach, das die Lauferei da in den MMOs. Ah. Kann schon mal ein bisschen nerven. Dass man halt von Punkt A nach, also von A nach B, nach von B nochmal nach A, von A nach B und so weiter und so fort. Immer wieder rennen und muss. Hä, wo bin ich denn hier gelandet? Achso, ja, stimmt. Das ist dann noch ein bisschen ärgerlich. So. Ne? Halt mal. Oh. Wo ist das hinten hin? Oh, shit.
Muss gar nicht dahin. Ah, verdammt. Weg wieder zurückrennen. Zum mittleren Stein rennen. So. Ah, hier die ganze Mission, die mache ich irgendwann noch nach. Ah, Funke? Ja, da hinten ist er. So. Zum Platz. Und dort geht's dann die Richtung. War das hier die Richtung? Ne, dort hinten hin muss ich. Genau, eine unerwartete Begegnung. Da geht's hier weiter, geradeaus. Und dann kommen wir in ein weiteres Gebiet hinein. Hier, Schokobus. Kann man irgendwas mitnehmen. Aber ich will hier meinen Sylphia-Drachen haben. Nee, der Sylphia-Drache ist es ja nicht. Kartograf, Zentrales, Landos Grande. Noskea. Noch Syltra. Egal. Ach Gott. So, und dann geht's jetzt da unten hin. Da. Hier ist die Kiste. Übungskiste. Interagieren. Und was kommt raus? Ja, feindliche Präsenz ist klar. Erstmal nochmal die Dots verpassen. Ah ne. Das war der falsche. Na ja, egal. Die Dockratte stirbt ja an meinen Dots eventuell. Naja, gut, nicht ganz an meinen Dots, aber hey. Ja, war's das? Noch ein bisschen Schaden an mir gemacht. So. Tja. Einfach Buch weiterlesen, als wäre nichts passiert. Wahrscheinlich, wenn man ausrechnen kann, nur die Mathematik der Natur liefert viele Hinweise auf die Variablen. Prognosen für den heutigen Tag ist mir wohl ein Rechenfehler unterlaufen und das Ergebnis bist du. Ich frage mich allerdings, wie das geschehen konnte. Ich hatte doch alles ganz genau in meinen Grimoire berechnet. Tabelle 777.07c führt alle Variablen des magie-mathematischen Ätherfelds genau auf. Wenn ich genau die Hypotenuse mit den akrakabatrischen algebraischen Produkt. Alter, was für ein Zungenbrecher! Voila, jetzt stimmt meine Berechnung wieder. Über all die Berechnungen habe ich ganz meine Manieren vergessen. Ich heiße Julia. Ich bin Hauptzollinspektorin bei der Belvana Zollbehörde. Gelegentlich arbeite ich auch als Ausbilder für die Hermetiker-Gilde. Ich habe mich gebeten, eine Fittiche zu nehmen. So recht habe ich mich aber noch nicht entschieden, ob ich das will. Naja. Bist du meine Zeit wert? Immerhin kämpfst du bereits wie eine erfahrene Hermetikerin. Eins würde ich gerne wissen. Wovon lässt du dich leiten, um im Kampf das passende Ätherkram auszuwählen? Gott, ey. Also achte ich von meinen Gegnern auf das Wippen ihrer Plättchen.
Ich lasse mich von meinen Gefühlen leiten. Genau gesagt berechne ich deine Chancen auf 89,98%. Ach, da ist übrigens noch die gleiche Chance, die in einer Hermetikern Neuling ausgerechnet wurde vor langer Zeit. Ich führe aber alle Berechnungen genau. Was? Ich führe über alle Berechnungen genau Buch. In meinem guten Grimoire hier. Okay. Weißt du, von welchem Hermetiker ich spreche? Von keinem geringeren als dem Gildemeister, der allerdings spurlos verschwunden ist. Taktik ist ein Mittel, um unsere Träume zu verwirklichen. Diese Worte stammen von ihm. Er ist ein weiser Gelehrter. Etwas einfacher, erfundene Situationen zu beherrschen. Arbeite daran, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen. Geh zu Bilder zurück und berichte Tropoline von deinen heutigen Lektionen. Formuliere Kampf Testmische, also. Wow, okay. Ja, tschüss, tschüss. Ja, gut. Dann. Ich kann 3 Tier nicht benutzen. Naja. Gut, bis dahin ist er eigentlich nicht weit. Bis zu wieder zurück zu den Hermetikern. Ich weiß nicht, soll ich wieder Droide spielen? Das ist immer so eine Frage. Droide passt mir irgendwie besser. Aber hey, muss ja auch mal noch eine andere Klasse spielen. Geht immer nur dasselbe. Das ist so langweilig. Der hat... Was ist denn das? Ifrit Egi? Der ist cool. Ifrit Egi. Stufe 38 immer noch Neuling? Hm. Aber Ifrit Egi ist cool. Wo muss ich hin? Netz. Und zwar Hermetiker-Gilde. Was hat er da geschrieben? Stopp. Hä? Egal. So. Berichten wir dennoch kurz, was vorgefallen ist. Und dann... Ja, ich habe die Übungskiste übergeben. Interessante Person nicht wahr. Sie hält von ihrer Freizeitvorlesung in der Gilde und betreut ab und zu besonders vielversprechende Neulinge. Sie ist einverstanden, einen Teil deiner Ausbildung zu übernehmen. Darauf kannst du dir etwas einbilden. Sie nimmt nur Kandidaten an, denen sie eine hohe Erfolgschance ausrechnet. Und meines Wissens hat sie sich da noch nie verrechnet. Gesehen, sie hat begonnen, die Hermetiker zu studieren. Wir Hermetiker neigen dazu, uns ganz den Studien zu widmen und vergessen darüber manchmal die Beziehung. Dabei kann man mit seinen Gefährten genauso viel lernen wie aus Formen und geometrischen Mustern. Warum verbringst du den Rest des Tages nicht mit einem Marodeur oder einem Gladiator vor den Toren der Stadt? Die Ablenkung kann dir wichtige Erkenntnisse bringen. Und Spaß macht es auch. Also bis später. Achso, das sind Optionen. Nehme ich das hier, weil die anderen Sachen bringen mir nichts. Naja. Stufe 10. Okay. Gut, dann würde ich es mal sagen. Ich kann ja hier... ich kann ja, glaube ich, doch verschiedene Klassen noch auswählen, oder? Oder? Hm. Miasma. Okay. Ein Verteidiger.
Ach so, das ist der gelbe, okay. Das ist der gelbe. Aufmuntern. Okay. Nee, nicht die Initiative. Das heißt, ich kann ja im späteren Verlauf auch noch andere Klassen wählen, ne? Rotmagier. Astrologe. Gelehrter Druide. Also da, jedenfalls will ich dann gerne noch den Druiden nehmen als Zweitklasse. Oder Rotmagier. Nee, ich will dann schon Druiden noch nehmen. Das macht mir Spaß. Die Frage, wo könnte man dann hier noch die Sachen hier auswählen? Achso, Moment. Anlegen. Habe ich das? Ja, habe ich. Dann, gut, dann würde ich sagen, was das gewesen in dieser Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.